Ja, meine Damen und Herren, liebe Dietzenbacherinnen und Dietzenbacher, ich darf Sie willkommen heißen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes. Und diesmal geht es um ein grünes Zimmer am Harmonieplatz. Ja, grüne Zimmer, also ähnlich wie hier jetzt. Man sitzt im Grünen allerdings nicht indoor, wie ich jetzt im Rathaus, sondern man sitzt draußen auf einem Platz. Und grüne Zimmer erfreuen sich mehr und mehr Beliebtheit. Diese gab es schon in Wiesbaden, in Frankfurt oder wer bei der Landesgartenschau letztes Jahr gewesen ist, bei der Landesgartenschau in Fulda wurde ein solches grünes Zimmer angeboten. Und das sind Aufenthaltsorte, wo man mit viel Pflanzen, mit viel Aufenthaltsqualität auch viel Information bekommt zu dem allgemeinen Klimawandel und zu Klimaanpassungsmaßnahmen in Städten. Ja, unsere Städte werden sich verändern. Die Entwicklung, die man im letzten Jahrhundert hatte, die Städte autogerecht zu planen, mit viel Versiegelung, mit viel Stellplätzen für Autos. Heute müssen wir leider feststellen, dass das eine Fehlentwicklung gewesen ist. Wir werden in der Zukunft viel mehr darauf achten, dass mehr Pflanzen, mehr Natur, mehr Entsiegelung, mehr Grünflächen vorhanden sind, um einfach unser Mikroklima in der Stadt positiv zu beeinflussen. Wir werden beginnen am 12. August bis zum 17. August, also eine ganze Woche, haben Sie die Gelegenheit, auf dem Harmonieplatz dort mit dabei zu sein. Ja, nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren, und das ist ein wirklich echtes Gemeinschaftsprojekt. Das Altstadttheater ist mit dabei und auch der Genussstadel. Hier im Haus sind es zahlreiche Abteilungen, die mitwirken, die städtischen Betriebe, natürlich unsere Stabsstelle Klimaschutz, die Stadtplanung und unsere Gärtner sind mit eingebunden. Am Montag, den 12. August um 18 Uhr werde ich die Veranstaltungswoche eröffnen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Das Grüne Zimmer wird auch über das Wochenende zum Nacht der Lichterfest offen sein. Und wir wollen einen partizipativen Prozess beginnen, wie wir das so oft in den letzten 2,5 Jahren gemacht haben, bei unseren Konzepten für den Klimaschutz, für die Klimaanpassungsmaßnahmen, das integrierte Quartierskonzept für die Stadtteilsanierung und. Ja, wir sind da partizipativ unterwegs. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie begrüßen kann an diesem Montag, den 12. August um 18 Uhr. Und lassen Sie uns miteinander ins Gespräch gehen. Ideen sind gefragt. Es wird auch eine erste Planung, erste Vorstellungen, wie der Platz aussehen könnte, werden vorgestellt werden an Stellplätzen. Also machen Sie mit.